Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Erstmal gleich zu den Anwürfen von Herrn Renz. Im Ausschuss haben wir beschlossen, dass der Ausschussvorsitzende keinen Bericht gibt. Und danach ist eigentlich immer üblich, dass dann die Ministerin oder der Minister spricht. Das war hier auch so angedacht, dass wir hier einfach zuhören. Einfach zuhören. So, und dann ist immer Wechselspiel Opposition und Koalition dran. Und als Herr Renz aufgerufen wurde, habe ich mich sehr gewundert und habe mein PGF zur Präsidentin geschickt und habe gefragt, wann ich dran bin, weil ich eigentlich der Nächste gewesen wäre und du dann nach mir dran gewesen bist. Das war jetzt die Ursache. Die Reihenfolge habe ich nicht festgelegt. Also einen Moment, Herr Butzki, jetzt bin ich ja wohl auch mal dran und habe zu erklären, dass es nicht üblich ist, dass die Ministerin oder der Minister in der zweiten Lesung zuerst spricht. Denn mit der Überweisung eines Gesetzentwurfs in die Ausschüsse ist es Sache des Parlaments. Das heißt also, es ist üblich, dass in der zweiten Lesung immer das Parlament beginnt. Da Sie aber nicht der Meinung waren, das erste Mal das Wort ergreifen zu wollen, habe ich dann, um das Ganze nicht hier im Publikum zu diskutieren, Ihrem Wunsch entsprochen und habe dann die Ministerin zuerst aufgerufen. Dann habe ich aber nicht die gesamte Reihenfolge der Redner hier umgestellt, sondern habe Sie mit der Fraktion der Linken getauscht, die jetzt dran gewesen wäre. Und dann haben wir nämlich die Folge, dass die Linke dann als Letztes redet, weil wir auch das Prinzip von Rede und Gegenrede haben. Und da wir mehr Oppositionsfraktionen als Regierungsfraktionen haben, ist es üblich, dass immer zwei Oppositionsfraktionen reden, dann wieder die Regierung. Und genau darauf begründet sich jetzt die Redenreihenfolge. Und da wir das jetzt im Protokoll haben, kann das jeder hinterher noch mal nachlesen. Und wenn ich dann einen Fehler gemacht habe, bin ich gerne bereit, mich auch zu korrigieren. So, und jetzt können wir wieder zur Rede zurückkommen. Ich bedanke mich bei der Präsidentin für die Aufklärung. Und ich denke, wir werden in deren Sicht vorfahren. Also im April diesen Jahres hatten wir die erste Lesung zum schulischen Teil des Lehrerbildungsgesetzes. Diese Novelle des Lehrerbildungsgesetzes ist für unsere Schulen äußerst wichtig. Ziel ist, das Gesetz muss zum neuen Schuljahr wirksam werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Hauptschwerpunkt, ist die Steigerung der Attraktivität des Referendariats und die Verbesserung und Vereinfachung für die Lehrkräfte im Seiteneinstieg. Die Ministerin hat einige Beispiele genannt, die ich jetzt nicht alle wiederholen wollte. Ich würde aber ganz gerne noch mal vielleicht auf den Ausschuss zurückkommen. Am 30. Mai führte der Bildungsausschuss eine Anhörung durch. Die verschiedensten Verbände und Schulpraktiker äußerten sich schriftlich und mündlich und im Protokoll kann man einiges nachlesen. Es ist jetzt nicht so, dass immer nur eine vorherrschende Meinung war. Die Schulleiterin zum Beispiel des RBB Neustrelitz sieht es als sehr wichtig an, Klarheit zu den möglichen Qualifizierungswegen von Lehrkräften im Seitenanstieg zu schaffen. Das Mitglied des Fachschaftsrates der Uni Greifswald hat den Gesetzentwurf als zufriedenstellend und zukunftsweisend bezeichnet. Die Vertreterin des ZLB hat den Gesetzentwurf begrüßt, auch wenn die Änderungen nur geringfügig sind. Der Landesvorsitzende des VBE hat die hohe Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte kritisiert und sich verwundert gezeigt, dass der schulische Teil zuerst beschlossen sein soll. Die Vorsitzende der GEW hat es begrüßt, dass die Lehrkräftebildung zum Gegenstand der Diskussion gemacht wird und das Referendariat von zentraler Bedeutung für die Qualität der Lehrkräfteausbildung ist. Der Vorsitzende des Philologenverbands hat dargelegt, dass ein dringender Handlungsbedarf bei der Lehrerausbildung besteht. Also das war jetzt dieser Grundtenor. Die Anhörung hat den Bildungsausschuss am 6. Juni ausgewertet und am 27. Juni abschließend bewertet und beraten. Auch hier hat es wieder gezeigt, dass ein Gesetzentwurf im Verfahren sich verändert. Die Länge des Referendariats hat in der Diskussion eine wichtige Rolle gespielt. Ich persönlich hätte eine grundsätzliche Verkürzung des Referendariats als sinnvoll empfunden. Die Diskussion hat aber zum Ergebnis geführt, dass die Referendare freisteht, ob sie verkürzen möchten. Mit einem entsprechenden Änderungsantrag haben die Koalitionsfraktionen darauf reagiert und die Kritik aufgenommen, dass eine Verkürzung nur dann möglich sein soll, wenn eine entsprechende Eignungsfeststellung erfolgt. Auf das Aufzählen der vielen zahlreichen Veränderungen des Gesetzes will ich heute verzichten. Ich habe das bereits in der ersten Lesung gemacht. Meine Ausführungen aus der ersten und zweiten Lesung haben gezeigt, dass die Landesregierung einen umfangreichen Gesetzentwurf vorgelegt hat, dass es zu Vereinfachungen und Verbesserungen kommen wird und dass wir Lehrkräfte für unsere Schulen zügig und vor allem gut gewinnen können. Wir haben auch im Ausschuss einen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU beraten und abschließend abgelehnt. Heute ist ein ähnlicher, nicht mehr Entschließungsantrag, als Änderungsantrag uns vorliegend. Und auch da werden wir heute nicht zustimmen.
Stimmen Sie unserem Änderungsantrag und dem Gesetzentwurf zu. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.